Gleichzeitig mit dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt fand in der Arkadia und in den Stadtsälen der alljährliche Adventmarkt statt. Zeitberichte TV war für Sie vor Ort. Wie lange gibt es denn schon die Lieserlhütte auf dem Dreiskirchner Adventmarkt? Ja, das ist schon bei uns eine sehr lange Tradition, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten hier unseren Bundstand eröffnen und sind den ganzen Monat hier aktiv, ja, jedes Wochenende hier. Und der Erlös von unserer Bundschütte kommt wie jedes Jahr also sozialbedürftigen Familien in Dreiskirchen zugute. Welche Aufgabe hat der gute Laden in Dreiskirchen? Die sozial Schwächeren bei uns in der Gemeinde in Dreiskirchen können im guten Laden einkaufen, zu günstigen Preisen als im normalen Handel. Ja, und wir freiwillige Helferinnen unterstützen den guten Laden, indem wir schauen, dass nicht noch mehr Kosten entstehen. Auf dem Adventmarkt gab es eine sehr große Anzahl an Weihnachtsdekorationen, verschiedenen Geschenken, Christbaumschmuck und Adventkränze. Lieber Helmut Meyer, du bist der Obmann des Literarischen Zirkels. Bist hier auch auf den Weihnachtsmarkt? Warum und wieso? Ja, weil der Weihnachtsmarkt einer der schönsten Märkte ist und so viele Leute kommen und wir uns als Verein gerne präsentieren mit unseren selbstgemachten, geschriebenen, aber auch gemachten Bücher, CDs, Hörbücher und so weiter. Immerhin haben wir ja sehr viele Vereinsmitglieder. Und was Sie da sehen, sind unsere Bücher und die werden da sehr gerne genommen. Ein Weihnachtsmann leitete zu den Geschenken. Es gab Weihnachtsgepäck, diverse selbstgemachte Liköre, Marmeladen und nicht zu vergessen die Weihnachtsbäckerei. Für die Kleinsten gab es eine Backstube, wo sie mit etwas Hilfe ihre eigenen Kekse backen konnten. Liebe Maria, du bist ja die Oberelfin und du lernst in den Kindern das Backen und ich sehe sehr viel Freude. Ja, das macht den Kindern unheimlich viel Spaß. Sie haben ja heute schon Schlange gestanden, um zu warten, dass sie in die Backstube können. Aber wir sind halt ein bisschen begrenzt mit den Plätzen, aber es macht ihnen wirklich sehr viel Vergnügen. Das ist sehr schön. Für die kleinen Besucher gab es eine Bilderbuchecke, in der ihnen Bilderbücher gezeigt und vorgelesen wurden. Herr Gilg, Sie sind doch hier auf dem Dreiskirchner Weihnachtsmarkt. Warum sind Sie da? Wir sind hier, weil die Gemeinde Dreiskirchen in Zusammenarbeit mit uns, mit der Firma Stemservice, eine eigene Briefmarke gemacht hat und sich gewünscht hat. Und wir bieten diese Briefmarke hier an. Bei uns gibt es auch einen eigenen Sonderstempel während des Adventmarktes in Dreiskirchen. Und bei uns kann jeder die Weihnachtspost und die Adventpost aufgeben, die wir dann natürlich weiterleiten. Der Adventmarkt und der mittelalterliche Weihnachtsmarkt dauerte nur ein Wochenende. Aber die Bundstände haben für Sie noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen geöffnet und würden sich über einen Besuch von Ihnen freuen.